Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play WoW Legion Nachtgeborene Krieger. Krieger ist das Wort, das ich gesucht habe. Und wir sind immer noch in der tiefschwarzen Grotte und wollen hier schön brav alle alten Götterdiener, ne, umbringen. Oder alle Diener der alten Götter, wie auch immer man das haben möchte. Warum hast du denn jetzt gepult, Kollege? Ja, supi. Keine Ahnung, ist der jetzt despawned? Was ist denn mit diesem Boss los? Ist auf einmal weggekommen. Ach nee, der Boss. Ach stimmt, der Boss kommt jetzt erst im nächsten Raum, ne? So war das. Ja, das kriegen wir schon hin. Kann noch ein paar Mal chargen. Okay, ich hab's ein bisschen übertrieben, ich geb's zu, aber ich wusste nicht, dass er wiederkommt. Ja, da habe ich zu weit gezogen jetzt. Das war dumm. Naja. Ich habe ihn nicht als erstes da rausgezogen. So. Ich muss ja auch alles ein bisschen hier tanken, ne? Das war dumm von mir, aber es gibt auch keinen DBM-Timer gerade. Also wer ist jetzt der Dumme? Aha. Ach, Akumai kommt dann? Er steht denn ganz da hinten. Natürlich Lord Bartiel. Okay. Jetzt haben wir ihn da. Ja, also ich, wie gesagt, wenn halt die Leute einfach so mittendrin pullen, dann bin ich auch ganz wuschig hier. Dann komme ich ganz durcheinander. Vor allen Dingen, wenn alle so meinen, sie müssten jetzt mal Tank spielen. Man hätte in der Zwischenzeit locker von das Camp machen können. Ich hätte nicht irgendwie da reinchargen müssen oder sowas. Aber na gut. Aber na gut. Ich wusste gar nicht mal, dass der Boss despawnt. Ich wusste nicht mal, dass Dungeon-Bosse einfach so despawnen. Das war mir einfach neu auch. Gut, ich bin auch ewig nicht mehr in dem Dungeon hier drin gewesen. Ich level ja meistens durch Questen. Und bin mal ganz selten in so einem Dungeon eigentlich drin gewesen. Aber... ja, ist halt jetzt so, ne? Ja, einen neuen Umhang gekriegt, das ist schön. Das ist doch einfach nur schön. Ja, halt immer diese Leute, die dann, ne, Tank spielen, aber nicht Tank spielen wollen. Das, sowas liebe ich, ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, in dem Raum, dass er irgendwie noch so grob dran ist, sollte man vorher einfach clearen. Ich glaube, weiß nicht, ob das so wichtig ist auf Level-Phasen-Dungeon, aber man sollte es, glaube ich, trotzdem machen. Also ich cleare einfach mal mit. Sicher ist sicher. Nicht, dass hier wieder irgendwas resettet. Das wollen wir ja nicht. Gibt es jetzt eigentlich noch ein bisschen Heilung oder nicht so? Ja, ist man sich selber nicht so ganz sicher, ne? So. Einmal schön reingecharged. Ach, Alter, warum pullst du denn den Boss schon wieder mit? Was ist denn los mit dir? Sowas hasse ich einfach. Also, wisst ihr, wenn, wirklich Leute, wenn ihr Tank spielen wollt, spielt einfach einen fucking Tank. Macht doch sowas nicht. Weil ich bin jetzt hier wieder am Rotieren. Und es sind einfach viel zu viele Mobs auch für die ganze Truppe hier. So, wisst ihr, so könnt ihr mich halt richtig schnell auf die Palme bringen. Finde ich nicht gut. Finde ich einfach nicht gut. So, man könnte ja natürlich auch einfach mal ein bisschen, ne, mit Verstand an die Sache rangehen. Das ist aber meistens schon zu viel verlangt. Das ist aber einfach meistens schon zu viel verlangt. So, einmal kurz reingecharged noch. Warum nicht, ne? Wenn man es kann. Wer kann, der kann. Wer hat, der hat.
So, das hat mir jetzt natürlich leider nichts gedroppt. Ja, okay, die machen jetzt hier auch alle Ads mit. Ich sehe schon den Druiden da vorne gleich wieder pullen. Der hat sowas von überhaupt keinen Bock, der Dude. I need to target something first. Alter, jetzt mal ohne Scheiß, wenn du keinen Bock auf Dungeons hast, dann geh halt nicht Dungeon leveln, Mann. Was ist denn das? Irgendwie, die Leute sind mittlerweile einfach... Die haben einfach null Bock. Die haben einfach null Bock. Keine Ahnung, wo der Wächter der Tiefe ist, aber das tue ich mir nicht nochmal an hier. Das tue ich mir nicht auch noch an. Da ist halt wieder jemand dran, bevor ich dran bin. Eloise. Ach ja. Keine Ahnung. Einfach die Tentakel machen. Hier kommt, glaube ich, noch ein Boss danach, ne? Nee, Akumai? Nee, Bartiel haben wir. Da kommt nichts mehr nach. Das war's. Ja, gleich fertig. Ja, wunderbar. Kommen wir ja schön durch. Zeitlich hier, ne? Hat was. So, der gute Akumai. Dann einmal angecharged. Angecharged und durchgeömmelt. Also ich wusste nicht, dass Schildblock mittlerweile einfach so ein Soft-CD ist. Weil der kann ja schon einiges, ne? Oh, ich habe das Trinket auch gar nicht angemacht. Hauen wir mal hier Tentakel durch. Ich habe vergessen, dass ich das Trinket habe. So. Ja, der mit seinen Köpfen da. Der macht schon ganz gut was. Ich dachte eigentlich, das wäre diese Hydra gewesen, die hier vorher war. Aber ich... Das kann auch gut sein, dass ich mir da jetzt ordentlich vertute. Vertite. So, dann kann man einmal hier diese Trickfest abschließen. Was bringt mehr Gold? Nope. Ich bin raus, Kollegen. Ja. War ein schöner Dungeon Run. Hat uns, ja, einen knappen Level auch gebracht. Ne? Ist nicht so verkehrt. Und wir können jetzt, wenn wir nach dem nördlichen Schlingendontal... Gehen wir, glaube ich, nochmal südlich an, ne? Warum eigentlich nicht? Die Verteidigung von Grumgol, nämlich die Raptoren. Na, hier muss man Raptoren töten. Und ich muss wieder ums Becken auf Arms, damit das wieder funktioniert. Ich kann natürlich auch mal die Schwerter verzaubern lassen, ne? Das wäre auch eine gute Idee. Oh, ich habe ja noch einen Skillpunkt hier. Dann nehmen wir mal den Double Time mit. Achso, hier muss ich nur diese Eier töten. Ja. Das kriege ich doch hin. Habe ich irgendwas, was AOE macht? Ah, den Sprung. Ja, der Sprung läuft. Alles andere irgendwie nicht so. Ach, hier war noch... Stimmt, ich erinnere mich an diese Questline. Ein kleiner Dinosaurier, der geschlüpft ist, einfach so, ne? Das ist so niedlich auch. Das ist so eine schöne Questreihe, die leider ein bisschen doof-arschmäßig endet. Was ist eigentlich gerade wieder auf dem Time Walk Event? Ja, Time Walking Dungeon Event. Welches ist es denn, Kollege Cataclysm? Ne, Burning Crusade. Burning Crusade Time Walking. Das ist ja schön. So, wir haben die Raptoren erledigt und müssen jetzt noch Murlocs und Ogre töten. Aber der gute Weitseher, ne, der gibt uns den kleinen Jungen nochmal mit, denn der muss essen. Ne? Der muss essen, der gute. Murkgill Meat wieder haben. Okay. Dann lassen wir den kleinen Jungen nochmal ein bisschen schnabulieren hier. Ne? Das soll er ja auch dürfen.
gut können. Das wollen wir ihm ja auch lassen. Aber zwischendurch müssen wir natürlich nochmal ein paar im Weg stehende Gegner ausschalten. Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Übrigens, momentan spiele ich wieder Lufia 3. Ja, altes Game Boy Color Spiel. Finde ich voll geil. Macht mega Spaß. Ich habe das, glaube ich, ich glaube, das ist wirklich so das Spiel, was ich am häufigsten durchgespielt habe insgesamt. Bin mir nicht mal sicher, ob Ocarina of Time da rankommt. Weiß es nicht. Müsste ich mal so grob geschätzt nein. Also ich habe es bestimmt 5-6 Mal durchgespielt oder so. Bestimmt, Minimum. Und ich spiele es immer wieder gerne. Das ist ein sehr gutes Spiel, ist ein sehr gutes Rollenspiel auch. Also wenn ihr nochmal irgendwie ein Gameboy Color oder Advance oder Advance SP oder vielleicht auch einen der ganz alten DSs, DS-Attacken auspacken wollt und dieses Spiel irgendwo herbekommt, macht das. Es macht wirklich Laune. Es ist vom Kampfsystem her sehr, ja, sehr taktisierend, ne, sehr taktisch und lohnt sich einfach insgesamt. Also man spielt eine Gruppe von 3x3 Leuten. Ja, die sind in so einem Grid aufgebaut und pro Runde darf man sich dann quasi so, ist wie so eine Tabelle, ne? Also 3 oben, ne? Und dann 3 nach unten. Das heißt, man kommt auf 9 Leute insgesamt, die im Kampf agieren können. Und man darf dann aus jeder Spalte eben eine Figur aussuchen pro Runde, die dann angreift. Ja, dann kann man da verschiedene Fähigkeiten, Magie, was auch immer, kann sich dann überlegen, was soll jetzt da passieren. Ja, Krux an der ganzen Geschichte ist natürlich, wenn ich jetzt überlege, naja, mit so 9 Leuten, ne, bis ich da tot bin, das dauert ja ewig. Deshalb hat das Kampfsystem sich überlegt, naja, was ist denn jetzt aber, wenn wir einfach sagen, die ersten 3, ja, sind die wichtigen. Die ersten 3 sind so die Frontmänner. Und wenn die tot sind, dann ist das Spiel vorbei, dann ist Game Over. Ja? Dann haben wir verloren. Und das finde ich eine ultra interessante Sache. Die Leute, die vorne stehen, stecken mehr Schaden ein, teilen aber auch entsprechend mehr Schaden aus. Und das macht dieses Spiel einfach so interessant, weil man so viele verschiedene taktische Optionen hat. Man kann sagen, naja, ich habe hier so eine Glaskanone, die stelle ich nach vorne, aber wenn ich das mache, dann habe ich halt eben letztendlich das Problem, dass so ein Bossgegner mich halt einfach mal über den Jordan befördern kann. Ne? Relativ schnell. Und da muss man dann halt auch wieder umdisponieren, ob man jetzt einen normalen Gegner vor sich hat, ob es ein Bossgegner ist, ob es ein bisschen leichterer Bossgegner ist, ob es ein bisschen schwerer Bossgegner ist. Das sind so viele verschiedene Variationen, die man da theoretisch bedenken könnte. Was man normal nicht muss, man macht sich in der Regel so eine Gruppe und wechselt die Formation nicht wieder. Da spielen dann noch ein paar andere Sachen eine Rolle. Zum Beispiel, man kann Fähigkeiten lernen, Charakterfähigkeiten, über Rollen. Und die haben so eine bestimmte Voraussetzung von, ich glaube, sie nennen es Seelenfarben. Ne? Und diese Seelenfarben sind rot, blau, gelb und grün. Und da kommt nämlich dieses Grid auch mit zur Sprache. Denn je nachdem, wie die Figuren angeordnet sind, können die Requirements, also die Voraussetzungen zum Lernen erfüllt sein. Man kann den Charakteren dann einfach beibringen, diesen Skill. Ne? Und man verliert ihn dann auch nicht wieder, wenn man die umtauscht, die Figuren. Wenn man die in eine andere Position steckt, dann verliert man diesen Skill auch nicht wieder. Problem ist aber, und das ist wichtig, wenn ich... Oh, sehr schön. Wenn ich diesen Skill gelernt habe und benutzen möchte, dann kostet der ja Wut quasi. Ne? Es funktioniert so ein bisschen wie Wut. Es geht über die Zeit und wenn ich getroffen werde oder Schaden einstecke, kriege ich eben mehr von dieser Ressource. Und einfach je nachdem, wie dann gerade meine Anordnung ist, kann sich das halt auch einfach ein bisschen variieren dann. Ne? Also da ist es dann so, wenn ich jetzt jemanden umtausche und der hat nicht mehr die Requirements, sag ich mal, die man braucht, um diesen Skill zu lernen, dann wird der Skill teurer. Ja, dann kostet so eine Sache statt 50 Wut, ja, ich nenne es einfach mal Wut, eben 75 Wut. Nur weil man da die Position gewechselt hat. Und
das macht dieses Kampfsystem natürlich dann zusätzlich auch nochmal sehr, sehr interessant. Also, da gibt es so viele verschiedene Steuermöglichkeiten, ne, und Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man seine Gruppe zusammenstellt. Von daher, ich kann es nur jedem empfehlen, der Spaß an so, ja, taktischeren Rollenspielen hat, ne? Dem kann ich es empfehlen. Wie gesagt, ist für einen Game Boy Color, kann man sich auch, wenn man denn einen 3DS hat, im Nintendo eShop kaufen, kostet glaube ich irgendwie 5 Tacken oder so. Ist nicht so viel. Ich würde es mir auch nochmal für eine neuere Konsole kaufen, weil mein altes gibt langsam den Geist auf. Diese Gameboy-Batterien halten ja auch nicht ewig, und dann müsste man dann aufschrauben, neue Batterien reinsetzen und so weiter. Aber ich bin momentan so in der Lage, ja, dass ich den 3DS überhaupt nicht mehr mag. Das ist mit Abstand nicht mehr meine Lieblingskonsole. Ich möchte gerne einfach alles, was ich auf meinem 3DS spielen kann, auf meiner Switch spielen. Weil die Switch liegt mir deutlich besser in der Hand, der Controller gefällt mir besser, da sind so viele einzelne Faktoren, die da zusammenkommen. Und mir die Switch einfach, ja, deutlich besser erscheinen lassen als den 3DS. Gut. Also die Switch, nochmal von vorne, Heuwegelchen, Kumpel von mir mal gesagt. Die Switch hat natürlich Nachteile bezüglich des Akkus. Der hält nicht so lange. Der vom 3DS würde, glaube ich, im Gameboy-Mode irgendwie länger halten. Das stelle ich jetzt mal einfach so dahin, habe ich nicht getestet. Aber der hält gut 4 Stunden. Nur die Switch hält ein bisschen weniger, so 2,5, 3. Je nachdem, was man für Einstellungen hat. Also Helligkeit und so weiter, das spielt da alles mit rein. Wie anstrengend das Spiel ist und so weiter. Ach komm, der hat die Quest gerade. Wirklich. Jetzt muss ich warten, bis der fertig ist, damit ich diese Quest annehmen kann. Na gut, dann kann man ja in der Zwischenzeit mal reparieren. Den ganzen Shit verkaufen, den ich nicht mehr brauche. Ja, Transmog in alten Raids sowieso. Aber in alten Dungeons kann ich immer wieder farmen gehen. Was ist das eigentlich für ein Schild? Ja, hässlich, würde ich sagen. Hässlich. Könnte aber bestimmt ein cooles. Sieht denn der aus? Auch nicht so geil. Könnte aber bestimmt irgendwie so ein cooles, gewollt und nicht versucht Transmog werden. Könnte man mal probieren. Ja, wir nehmen die Quests einfach an. Jagen für Yenitu. Und die letzte Episode war ein bisschen länger, deshalb machen wir die ein bisschen früher jetzt. Feierabend. Ich werde noch schnell hier in das Gasthaus gehen. Das sieht zwar nicht so aus wie ein Gasthaus, ist aber eins. Und meinen Ruhestand nochmal hier entgegen, nicht, dass ich aus Versehen am Zorm-Garstrand lande beim nächsten. Ne? Von daher, mach's gut. Bis dann. Tschüss.